Mein Name ist Judith Pirscher, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, in Dortmund geboren. Ich habe in Bayreuth Jura studiert, weil ich überzeugt war und bin, dass Jura ein gutes Handwerkszeug bietet, um Dinge zu verändern. Seit Januar 2022 bin ich Staatssekretärin im BMBF. Das BMBF ist ein wunderbares Ministerium mit einer Fülle an Themen, die unsere Zukunft betreffen. Die Zukunft jedes Einzelnen, aber auch der gesamten Gesellschaft. Vielleicht etwas überraschend, da ich ja Jura studiert habe, aber ganz besonders am Herzen liegt mir die MINT-Bildung, das heißt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ich möchte junge Menschen für diese Themen begeistern. Hierzu zählen Technologien, die wir für Klimaschutz einsetzen oder mit denen wir Impfstoffe entwickeln. MINT-Kompetenzen sind wichtig für Deutschland als Innovationsland, für unsere Chancen auf den Märkten der Zukunft und für jede und jeden Einzelnen von uns, damit er selbstbestimmt in einer digitalen Welt leben kann. Deshalb fördert das BMBF die MINT-Bildung seit vielen Jahren mit ganz verschiedenen Programmen, von der Kita über Schülerwettbewerbe wie Jugend forscht oder Science-Olympiaden bis zur Hochschule. Jetzt heben wir unser Engagement für die MINT-Bildung auf eine neue Stufe. Wir werden zum Beispiel die außerschulischen und schulischen MINT-Angebote besser vernetzen. Wir unterstützen zielgerichtet diejenigen, die die MINT-Bildung vor Ort umsetzen. Wir fördern, dass wissenschaftliche Erkenntnisse die praktische MINT-Bildung beeinflussen. Und wir wollen das Interesse auch derjenigen wecken, die bisher nicht über ihre Chancen in MINT-Berufen nachgedacht haben. Dabei wollen wir intensiver als bisher Mädchen, sozial benachteiligte Kinder und junge Menschen mit Migrationsgeschichte ansprechen. Dazu werden wir mit dem MINT-Aktionsplan 2.0 bewährte Maßnahmen fortführen und neue Initiativen auf den Weg bringen. Auch die Kleinsten bringen wir mit der Welt der Natur in Berührung. Durch das Haus der kleinen Forscher unterstützen wir Erzieherinnen und Erzieher überall im Land dabei, Kinder für das Forschen und Entdecken zu begeistern. Dieses Jahr ist das Thema unser Erdreich und dazu werden wir unter anderem einen riesigen Erdhügel mitten vor dem Bundestag aufschütten und gemeinsam mit den Kindern untersuchen. All unsere Maßnahmen rund um die MINT-Bildung sind Chancen für jede und jeden Einzelnen, einen vielversprechenden und spannenden Weg zu gehen.